Gute und herzlich willkommen. Heute geht es hier um diesen Kollegen, um den Löwenzahn. Jeder von euch kennt ihn. Bei mir auf der Wiese ist natürlich auch alles voll. Dann habe ich mich gefragt, ist der Löwenzahn eigentlich nur ein lästiges Unkraut oder ist er aber ein brauchbares Wunderkraut? Dann habe ich etwas im Internet rumrecherchiert und habe doch einige Dinge gefunden, die man aus Löwenzahn herstellen kann. Man kann aus den Blättern Salat machen, man kann Tee daraus machen, man kann Pflanzensaft aus dem weißen Milchsaft aus den Stängeln machen, man kann einen Kaltwasserauszug machen, einen Wurzelextrakt, sogar Kaffee kann man aus Löwenzahn machen, Wein und natürlich Löwenzahnhonig. Dann habe ich mir überlegt, was mache ich? Naja, alles wäre vielleicht ein bisschen olber für den Anfang, habe ich mir zwei Sachen ausgesucht. Da ich immer versuche, unser Mäuschen bei der Gartenarbeit mit einzubeziehen und ihr so ein bisschen die Welt zu erklären, habe ich mir den Löwenzahnhonig ausgesucht. Da hat sie bestimmt eine Menge Freude dran und später auch was Süßes zum Naschen und zum Essen. Und dann habe ich mir natürlich noch was für den Papa ausgesucht, Wein aus Löwenzahn. Als allererstes brauche ich jetzt die wichtigste Zutat für beide Projekte, das ist der Löwenzahn. Deswegen machen wir jetzt los auf die Streuobstwiese. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Los geht's! Ja, jetzt sind wir hier bei super strahlendem Sonnenschein bei uns auf der Streuobstwiese angekommen. Emilia und ich, wir pflücken jetzt erst einmal 2 Kilo Löwenzahnblüten. Wenn man hier so über unsere Wiese guckt, ist alles gelb, alles voll mit Löwenzahn. Es sind auch viele Butterblumen dazwischen, aber es ist genug Löwenzahn für uns hier. Guck, das ist Löwenzahn, ne? Weißt du ja, wie der aussieht. Und wir brauchen nur die Blüten ohne Stängel. Boah, so viel hast du schon gepflückt? Ja. Voll cool. Unser Körbchen ist jetzt voll und die Finger sind gelb. Ob das jetzt 2 Kilo sind, weiß ich nicht. Habe leider keine Waage dabei. Ich glaube es nicht, aber das werden wir zu Hause jetzt sehen. Jetzt geht es nach Hause zum Verarbeiten. Jetzt haben wir hier die Zutaten für unseren Löwenzahnblütenhonig. Sind jetzt 400 Gramm Löwenzahnblüten. Die habe ich jetzt mit Emilia zusammen gepflückt. Dann haben wir den Saft von 2 Zitronen. 1 Kilo Zucker, der Löwenzahnblütenwein. Was braucht man alles für den Löwenzahnblütenwein? Also als erstes braucht man 700 Gramm Löwenzahnblüten. Im Weinbuch steht, man soll die abzupfen, aber ich probiere das jetzt einfach mal so. Also das ist mir echt ein bisschen zu olber, da jedes Ding einzeln abzuzupfen. Dann habe ich 8 Zitronen in Scheiben geschnitten, 2,5 Kilo Zucker. Das Ganze wird dann später mit 8,5 Liter Wasser aufgegossen. Zur Herstellung des Weins braucht man dann auch noch das Kitzinger Hefenährsalz und eine Kultur Reinzuchthefe. Für den Löwenzahnwein wird der Typ Portwein verwendet. Die Hefekultur habe ich vor 4 Tagen in 250 ml Apfelsaft angesetzt. So, jetzt habe ich hier meine Reinzuchthefe. Das ist eine Hefe vom Typ Portwein. Die wird jetzt für 3 bis 5 Tage in 250 ml Apfelsaft angesetzt. Hier die Glasflasche, die habe ich vorher mit kochendem Wasser sterilisiert. Jetzt kommt der Apfelsaft rein und dann das ganze Fläschchen Hefe, also eine komplette Kultur. Müsste so dicht sein. Ja. Und das Ganze wird jetzt 3 bis 5 Tage bei Zimmertemperatur in die Ecke gestellt. So, in meinem Töpfchen habe ich jetzt hier die 8,5 Liter Wasser. Der Zucker wird jetzt in dem lauwarmen Wasser, das hat ungefähr 25 Grad Temperatur, aufgelöst. Hier habe ich jetzt mal Äpplerfässer. In einem von denen mache ich jetzt den Löwenzahnwein. Die Fässer haben mich auch überhaupt nichts gekostet. Der Vater von einem Kumpel wollte die wegwerfen. In diesem Sinne, Helmut, danke für die Äpplerfässer. Die mache ich jetzt noch mit dem Hochdruckreiniger sauber und
dann werden sie befüllt. So, wenn man so reinguckt, sieht gar nicht so geil aus. War jetzt jahrelang Äppler drin und irgendwann war over the pipe, also die Gap-Pfeife leer. Und dann ist die Essigfliege rein und weil mir war es halt Essig und kein Apfelwein mehr. Die Dreckfräse geht es ganz gut weg. Jetzt habe ich hier mein Mostfass. Da kommt jetzt alles rein. Das Fass ist leider ein bisschen groß, aber ich habe kein anderes und kaufen möchte ich jetzt extra für den Versuch kein neues. Als erstes die Löwenzahnblüten, die Zitronenscheiben kommen dazu. Dann kommen 4 Päckchen Hefenährsalz, sind dann 4 Gramm, 1 Gramm pro Pack. Da kommen die Zuckerlösung. Das machen wir natürlich auch zu. Zu guter Letzt kommt dann noch die Hefekultur dazu. Das Ganze wieder noch mal gut durchgerührt, das ist jetzt noch ein bisschen vermischt noch. Dann wird das Fass verschlossen. Natürlich kommt noch so ein Spanner außenrum. So, und der Spanner, der wird jetzt festgezogen, dass das luftdicht abgeschlossen ist. So. So, jetzt zum Schluss kommt dann natürlich noch Wasser in die Pfeife, dass die Gärgase raus können. Aber sonst nichts rein. Man sieht es hier ganz gut, hier in der Mitte ist offen. Da kann das Gas raus und es hebt dann den Deckel an und drückt es raus. Also man muss auch immer täglich kontrollieren, ob noch genug Wasser in der Pfeife ist. Das steht jetzt hier bei mir in der Werkstatt, hin in der Ecke. Da kommt keine Sonne hin und nichts. Die Temperatur ist eigentlich relativ konstant. Nach ein paar Tagen wird jetzt hier die Gärung einsetzen und die wird auch ein paar Wochen dauern. Wenn man dann hier an der Gärpfeife kein Blubbern mehr hört und keine Bläschen mehr aufsteigen, ist es dann fertig. Aber da das eine Weile dauert, mache ich jetzt erstmal mit dem Löwenzahnhonig weiter. So, der ganze Sud ist jetzt 24 Stunden durchgezogen und jetzt gucken wir mal rein. Naja, so sieht es jetzt aus. Sieht gar nicht mehr so lecker aus. Jetzt seimen wir das Ganze ab. So, ich hänge da jetzt in den anderen Topf so ein Geschirrtuch rein und gieße jetzt die ganze Mische erstmal da rein. So. Klappe ich jetzt zu. Und drückt das richtig aus. Also schmeckt es jetzt schon an den Fingern, das ist richtig pappig von viel Zucker. So, das bleibt dann übrig. Und das Ganze reduziere ich jetzt noch etwas, bis ich die Konsistenz vom Honig habe. Während Gläser und die Deckel, in die später mein Löwenzahnhonig abgefüllt wird, die sterilisiere ich jetzt noch in kochendem Wasser. Also ich rühre mir jetzt schon hier seit einer halben Stunde einen Wolf ab, aber ich muss sagen, also die Konsistenz wird schon zähflüssiger, also lang kann es nicht mehr dauern. Ich glaube, eine halbe Stunde ist die Sache erledigt. So, ich habe es jetzt 1,5 Stunden eingeköchelt. Die Konsistenz wird langsam immer fester. Ich werde dann jetzt abfüllen. So, jetzt habe ich hier meine sterilisierten Gläser und da fülle ich jetzt den Krempels rein. So, jetzt werden die Gläser verschlossen. Sind übrigens sau heiß und auf dem Kopf lasse ich die abkühlen. Die Maische hier von meinem Löwenzahnwein ist jetzt gut eine Woche im Fass. Man
hört es auch manchmal blubbern und die Pfeife, das steht immer an einer anderen Position. Also da hat die Gärung jetzt bereits eingesetzt. Aber da die Gärung doch jetzt noch ein paar Wochen dauern wird, wird es die Verkostung in einem meiner nächsten Videos geben. Um dies nicht zu verpassen, lass mir doch einfach ein Abo da. Würde mich freuen. Bleibt bestimmt spannend mit der Weingeschichte. So, jetzt will ich das Zeug natürlich auch mal ausprobieren. Ein Glas ist mir geblieben. Die Emilia hat es natürlich schon probiert. Die war so begeistert, dass natürlich bis auf das eine Glas alles verschenkt wurde, auch in den Kindergarten mitgenommen. Eins hat sie mal gelassen, das werde ich jetzt mal testen. Also von der Konsistenz her kommt es doch an den richtigen Bienenhonig schon gut ran. Ne? Bin gespannt, ob es auch so schmeckt. Ich bin total der Honig-Fan. Leckeres selbstgebackenes Brötchen von meiner Frau. So, schauen wir mal. Also ist fast ein bisschen fester wie Waldhonig. Ist eher so wie so ein Karamellsirup fast. Hm. Doch. Hm, schmeckt gut. Echt positiv überrascht. Also echt gut, muss ich sagen. Ist eine Alternative zum Honig. Ich finde richtigen Waldhonig etwas besser, aber es echt ist mal was anderes. So, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet bei dem Video genauso einen Spaß wie die Emilia und ich beim Drehen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben oder ein Abo da. Und wie es mit dem Wein weitergeht, seht ihr in einem der nächsten Videos. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Hm?